Ihr wolltet ihn wirklich haben. Den Lithium-Ionen RMF Charger. Ich war mir die ganze Zeit nicht so sicher, ob der seine Abnehmer findet. Nur mit USB betrieben und dann den Lithium-Akku damit vollladen. Es geht. Ja, es geht, aber nur bis zu 90%. Darf ich vorstellen, das erste Ladegerät, was eure Lithium-Akkus nur auf 90% lädt und nicht auf 100% und das auch noch mit RE-EMF-Charger. Na, ihr könnt mit dem RE-EMF-Charger euren Akku nur auf 90% laden, hat aber den Vorteil, dass man hier dann komplett auf so eine Ladeabschaltplatine verzichten kann. Ja, demzufolge müsste es auch EMP-sicherer sein als sonst und man kann den Akku immer im Ladegerät lassen. Als Spannung hauen sie hier so um die 4,5 Volt ungefähr, kann man hier messen. Ne, aber den Akku kann man nur bis 4,05 Volt laden. Also sehr viel höher geht es nicht. Ja, also 4,1 Volt vielleicht maximal, aber da kommt nie an seine Ladeschlussspannung ran. Dafür wird dann viel zu wenig Ampere noch geliefert von dem Netzgerät. Also könnt ihr dann wirklich tagelang hier drin lassen, ohne dass irgendwas passiert und dann den rausnehmen, falls ihr ihn benötigt. Ist vielleicht für die ganzen Dampfer ganz interessant. Ne, ihr wollt ja nicht dann jedes Mal, nachdem ihr den Akku gewechselt habt, dann 8 Stunden später wieder einen Akku haben, sondern das dauert ja dann bei euch ein paar Tage und in der Zeit könnt ihr dann euren Akku getrost hier drin lassen. Der wird sicher bis auf 90% geladen. Hat keine Ladeabschaltung integriert, also auch EMPs sind hier eigentlich ziemlich machtlos, was das betrifft, dass da irgendwas kaputt gehen könnte. Und von daher ist das ein ganz schön sicheres Ding, möchte ich mal behaupten. Vorausgesetzt, ihr nehmt Akkus, die nicht ganz so sehr am Arsch sind. Ich habe es jetzt mit Akkus probiert, die auf 0 Volt entladen waren. Die habe ich noch so auf ein Drittel ihrer Originalkapazität gebracht. Aber auch die regeneriert er schön und fleißig und sie werden nicht warm. Ich bin mal gespannt, wie weit das da noch geht. Aber das ist nur ein Test. Also ich empfehle es hier wirklich nur für funktionierende Akkus. Mit dem 90% RMF Charger Ladegerät geladen, bringt er 1179 mAh in die Batterie, die vollgeladen 1357 mAh hätte. Das sind so 90% oder 95%. Ihr könnt es ja mal ganz genau ausrechnen. Ich habe deshalb so eine kaputte Batterie genommen, weil ich die Regenerierungsfähigkeit messen wollte. Nach dem ersten Durchgang mit diesem 90% RMF Charger Ladegerät hat er 1121 mAh gehabt. Ne, und dann habe ich wieder 12 Stunden oder sowas hatte ich drin gehabt ungefähr. Und dann stieg die Spannung wieder nicht über 4,05 Volt, habe ich ihn rausgenommen und jetzt hat er 1179. Das heißt, das Regenerieren funktioniert auch super mit dem RE-EMF-Charge, der nur bis 90% ist. Und mehr wollte ich jetzt erstmal nicht rauskriegen. Ne? Ja. So, jetzt ist hier noch ein was Lustiges dabei entstanden, eine witzige Sache, die auch einen ganz praktischen Effekt hat. Und zwar habe ich hier noch zwei LEDs mit verbaut. Mit der Absicht, dass die LEDs leuchten sollten, wenn das Ding praktisch in Leerlaufspannung am USB hängt. So, und die sollten dann erlischen, wenn der Akku richtig eingelegt worden ist, ne, dass man praktisch sieht, dass der Akku dann, dass es da irgendwas tut. Ne? Wenn jetzt die Akkus eingelegt sind, dann erlischen die LEDs, ja, und wenn man sie dann wieder rausnimmt, dann leuchten sie wieder. Genauso war das bei dem Lithium-Ionen-RMF-Charger auch geplant. Genauso habe ich auch die Schaltung gemacht. Das ist jetzt völlig konträr zu der Situation, wie es eigentlich geplant war. Eigentlich war es so geplant, dass die LEDs so ein kleines bisschen angehen sollten, wenn der Akku voll ist. So war es eigentlich geplant. Dass die jetzt genau das Gegenteil machen und es trotzdem funktioniert. Ich bin begeistert, ich muss aber mal hinter die Physik noch irgendwie steigen, warum das hier jetzt so ist. Warum jetzt diese zwei, und die hängen ja über dem Ausgang, ne? Die zwei LEDs, die blauen LEDs, die so ab 2,5 Volt, glaube ich, loslegen mit Leuchten, oder lass es 2,3 Volt sein, die hängen jetzt direkt über dem Akku und werden mit RMF-Charger-Pulsen bepulst. Und je niedriger die Batteriespannung ist, desto heller leuchten die LEDs und je höher dann die Batteriespannung wird, desto mehr erlischen die LEDs. Hm. Na?
So, jetzt tun wir nochmal die mit 3,8 Volt rein. Und hier ist gar nichts. Nada. Selbst wenn ich mit meiner Hand jetzt rangehe, unten, ach so, ach scheiße. Habe ich es jetzt schon erwischt? Ich habe den Akku verkehrt rum reingetan. Ich glaube, ich habe mir eine Schaltung durchgehauen. Das war wirklich Glück im Unglück. Ich habe die Schaltung gerade ausgebaut, die ganzen Dioden durchgemessen. Ist noch alles heiler, auch der Transistor funktioniert noch. Da hatte ich wohl Glück, dass das ein Akku gewesen ist, der ziemlich kaputt gewesen ist, bei 3,8 Volt gerade so mal 1 Ampere geliefert hat. Ja, da haben hier die Kabel und die dünnen Drähte als Widerstand ganz gut gewirkt und meine 1 Ampere Dioden sind nicht durchgehauen. Wirklich Glück gehabt, aber für euch baue ich euch dann extra noch eine Sicherung hier ein. Die kommt dann hier entweder in Pluspol oder Minuspol. Mal gucken, wie ich dann Platz habe, welche Sicherungen ich da ergattern kann. Na, gut, habe ich dazugelernt und für euch ist dann auch gut, wenn ihr die dann mal verkehrt rum anschließen solltet, euren Akku, dann wird euch dann diese Sicherung, die ich dann hier einbaue. Ja, geplant war es so, dass die blauen LEDs mit der Leerlaufspannung vom USB leuchten, dass sie bei 5 Volt oder 5,5 Volt gerade so ein bisschen glimmen und dann, wenn der Akku eingelegt ist, dass die erlischen. Jetzt ist es in der Praxis so, dass die relativ hell sogar aufleuchten, wenn ich da einen Akku reinlege, der 3 Volt hat und langsam wieder erlischen, je voller der Akku wird. Und wenn man selber dann irgendwie einen Pol bildet, also wenn man einen Minus oder einen Plus fast von der Scheidung, dann fangen die auch an mit Leuchten. Ja, falls da jemand Ideen hat, warum, wieso, weshalb das so ist, meldet euch mal bitte. Und ansonsten gibt es die Charger hier im Shop und der Shop ist hier unten verlinkt. Bis dahin, ich wünsche euch was, macht's gut.